Ich soll was Interessantes von mir erzählen. Das heißt, ich spreche dich jetzt an und sage, hi, übrigens, ich mache gerne Sport. Ja, ja. Aber du bleibst dann gar nicht stehen, du gehst dann weg. Immer sympathisch. Okay, aber was mache ich denn am Anfang dann? Es muss ein sehr dominantes Hallo sein, damit ich schon mal weiß, dass du mich meinst. Hallo, liebe Gemeinde, wir sind heute hier in Düsseldorf unterwegs und wir wollen heute von den Frauen wissen, was sind eure besten Dating-Tipps für Männer? Viel Spaß bei dem Video. Wie heißt du denn? Ich bin die Annika. Hi. Hi. Gut siehst du aus. Vielen Dank. Was sind deine Top-Dating-Tipps für Männer? Du darfst jetzt die Männerwelt inspirieren. Oh Gott. Was würdest du sagen? Was ist ganz wichtig? Ei. Oh, keine Ahnung. Was wolltest du schon immer loswerden? Wie sollen Männer sein? Ruhiger, also langsamer, nicht so schnell. Nicht so schnell voranpreschen? Ja, genau. Nicht so schnell rangehen? Das ist wirklich schlimm, ja. Okay. Schon oft erlebt, oder was? Ja. Dieses Überrumpeln, dieses zu schnelle, das... Also lieber 5 Dates warten bis zu einem Kuss? Ja. Ja. Echt? Ja, definitiv. Okay. Vielleicht nicht 5, aber 3 auf jeden Fall. Ja, sonst landet man in der Friendzone ganz schnell. Deswegen muss auch wieder aufpassen. Ja, kann sein. Okay, was Wer noch? Weiß. Mehr Romantik auf jeden Fall. Okay, wie kann ich romantischer sein? Zum Beispiel Blumen mitbringen, irgendwas Süßes. Oldschool. Ja, wirklich. Ich lebe noch drauf als ja. Frau. Ja. Cool. Ich denke mal nicht jeder, aber es kommt gut an, ja. Ja. Egal was danach ist, es kommt gut an, ja. Also ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Ja, genau, richtig. Okay, was von noch? Von der Frau natürlich genauso, finde ich. Muss nicht absolut, nur von ja, muss nicht ja nur von gerne mehr, ja. Dates planen. Ich hasse es, wenn man ein Date hat und der Mann sagt dann, ja, was machen wir? Ja. Plan, keine Ahnung, es muss ja nicht irgendwie was Großes sein in einem krassen Restaurant oder so, aber irgendwie vielleicht so einen Plan haben und sagen, hey, das habe ich mit dir vor und lass dich überraschen oder so. Und okay. Frauen mögen das, Überraschung, wisst ihr ja, Bescheid. Ja, also der Mann sollte die mit der Idee kommen und sagen, hey, lass mal das machen oder wir machen jetzt das und das, lass dich überraschen, ich hole dich ab, keine Ahnung. Ja. Und nicht, weiß ich auch nicht, schlag du mal was vor. Ja, genau so meine ich das. Ja, richtig guter das finde ich wichtig. Ja. Ja. Wie heißt du? Lala. Hi. Wir wollen wissen, was sind deine Dating-Tipps für Männer? Oh, schwer. Du darfst jetzt die Männerwelt inspirieren. Dating-Tipps für Männer, das ist schwer. Was du immer schon loswerden wolltest. Wie sollen Männer sein, anstatt wie zu sein? Ah, keine Arschlöcher. Die sollen halt nicht so aufdringlich nervig sein, sondern halt mehr so, wie die wirklich sind. Okay. Weniger aufgesetzt. Authentizität. Genau. Okay. Was heißt zu aufdringlich? Jetzt mal so vielleicht konkret. Ja, keine Ahnung, also voll viele spielen ja dann so richtig auf Gentleman oder so und die zeigen dann überhaupt nicht, wie die wirklich drauf sind. Das finde ich halt ein bisschen blöd, weil dann denkst du so, ja okay, dann ist der voll anders. Ja. Und wenn du den dann wirklich mal länger kennst, dann denkst du so, oh shit, war der gar nicht so. Okay, ist eigentlich jemand ganz anderes. Ja, genau. Okay. Ist bei Frauen manchmal auch so, kann ich dir vorstellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht ums Thema Dating, euer Lieblingsthema. Oh. Okay. Krass, wie groß seid ihr? 1,80 Meter? 1? Echt? Krass. Darf ich mich in die Mitte stellen? Neben wem stehe ich denn hier? Lilly. Und? Sophie. Hi. Ihr seht beide traumhaft aus. Dankeschön. Die Frage, die wir haben, ist, was sind eure besten Dating-Tipps für Männer? Wie sollen Männer sein? Dating-Tipps. Du darfst anfangen. Ich muss doch jetzt Was fällt euch spontan ein, so ganz ungefiltert? Was habt ihr euch schon immer gewünscht? Offen und ehrlich sein, finde ich sehr wichtig, auch beim ersten Date. Und einfach man selbst sein. Mhm. Ja. Sich nicht verstellen. Genau. Machen das viele? Ich würde sogar sagen, dass ich das teilweise auch selbst mache. Einfach aus Automatismus. Wenigstens ehrlich. Ja, aber genau. Geil. Ich würde sagen, also so ein Ansprechtipp, wenn man so auf der Straße angequatscht wird, dann nicht einfach so irgendwie so einen dummen Spruch wie zum Beispiel, ja, magst du mal mit mir auf einen Kaffee trinken gehen direkt, sondern vielleicht erstmal irgendwie was Interessantes über sich erzählen, weil es ist immer ein bisschen seltsam, wenn man angequatscht wird und dann nach einem Satz wird von einem erwartet, dass man sagen kann, ob man mit jemandem auf ein Date gehen möchte oder nicht. Aber wie soll ich soll was Interessantes von mir erzählen. Das heißt, ich spreche dich jetzt an und sage, hi, übrigens, ich mache gerne Sport. Ja, ja. Aber du bleibst dann gar nicht stehen, du gehst dann weg. Immer sympathisch. Okay, aber was mache ich denn am Anfang dann? Es muss ein sehr dominantes Hallo sein, damit ich schon mal weiß, dass du mich hi. Meinst. Dass du mit mir redest. Okay. Und dann kannst du einfach so sich in
paar Sätzen vorstellen. Mhm. Irgendwas Interessantes einbauen und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man jemanden noch mehr kennenlernen will. Sollte man auch erstmal herausfinden, ob die Person überhaupt cool ist, weil man kann ja nicht alleine nach der Optik gehen und sagen, jo, oder? Ja, für, dann kannst du ja im Gegenzug erwarten, dass ich auch kurz was über mich sage. Ja, genau, eben. Was noch? Du hattest Zeit zu überlegen. Ich habe nicht überlegt, ich habe mir zugehört. Boah, beim Dating. Ich finde, Dating ist immer sehr krampfhaft, dass es irgendwie einfach lockerer wird und man was Cooles unternimmt. Okay. Und nicht so nicht ins Kino geht, wo man nicht reden kann, sondern in den Park geht oder so, spazieren geht und dann was essen geht oder so. Also so klassisch eigentlich. Ja. Sollte der Mann entscheiden, was man macht? Oder ist Ja, also klar, man kann, also ich finde es cool, wenn der Mann so sagt, okay, wir gehen, also hast du heute Zeit, wir machen das und das, oder lass dich überraschen, ne? Und dann, genau, also. Okay. Cool. Ja. Also, wisst ihr Bescheid. Noch ein Punkt? Aber ich will, jetzt. Also ich würde sagen, dass die Person, die das Date vorschlägt, dass die natürlich entscheiden sollte, was sie macht. Also wenn ich jetzt einen Typen anspreche, dann finde ich, wäre ich die Person, die vorschlagen müsste oder mit einer Idee. Hast du das schon mal gemacht? ja, doch, habe ich schon mal. Auf der Straße? Auf der Straße nicht, nein. Im Club, oder? Ja, so in Club, Bar, so in der Richtung, ja. Ist es gut ausgegangen? Ja, also, für den Abend. Was man als guten Ausgang definiert. Ja. Ich stehe hier neben. Guten Tag, Alessa. Und? Cheyenne. Hi. Und wir wollen wissen, was sind eure Dating-Tipps für Männer? Was wolltet ihr immer schon den Männern sagen? Wie sollen sie sein? Aufgeschlossen und ehrlich. Ehrlichkeit? Ja. Keine Fassade? Also ich würde sagen, wäre schön. Einfach nicht so, auch nicht so aufgetragen. Also viele sind dann so protzig meistens. Also so, protzig? Ja, so, also irgendwie so angeberisch irgendwie auf eine Art und Weise. Dass man alles so hat und kann und gemacht hat und so weiter und so und fort. Und viele erzählen auch von sich selber tatsächlich zu viel. Also man will ja was übereinander erfahren, aber ich finde, das sollte so abwechslungsreich sein. Dass ach so, no-go, wenn der Mann die ganze Zeit redet und redet und redet und redet und man selbst kommt gar nicht zu Wort. Ja. Okay, interessant. Echt? Habt ihr das schon oft erlebt? Ja, schon ein paar Mal. Also ich zumindest. Ja, viele Männer haben ja eher so das Ding, oh, was ist, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll? Diese Schiene. Ja, nee, das hatte ich tatsächlich noch nie. Nee, okay. Ich auch nicht. Ehrlichkeit ist das A und O. Ja. Zum Thema Dating. Nein? Schade. Schönen Abend dir. Hi. Können wir mit dir ein kurzes Interview machen? Zum Thema Dating. Wir haben nur eine Frage. Sie haben meine Kopfhörer. Ja, mach das. Wir haben Zeit. Ich weiß ja nicht, ob du Zeit hast. Ja, natürlich. Du siehst doch wunderbar aus. Danke. So, wir starten mal hier direkt mit dem Kompliment. Erstmal frage ich dich, wie du heißt. Laura heiße ich. Ich bin Sebastian. Hi. Und wir wollen wissen, was sind deine Dating-Tipps für Männer? Heute dürfen die Männer was lernen. Was wolltest du schon immer der Männerwelt sagen? Einfach freundlich, ehrlich sein und das war's. Und nicht zu aufdringlich, vor allem am Anfang. Wir haben heute schon das dritte Mal jetzt gehört, nicht so aufdringlich. Was bedeutet jetzt nicht so aufdringlich beim ersten Date oder grundsätzlich, was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, zum Beispiel beim ersten Date, ich mag das nicht direkt irgendwie angetouched zu werden oder dass man zu direkte Fragen vielleicht auch stellt. Also klar, man soll Interesse zeigen und neugierig sein, aber irgendwo ist auch eine Grenze, finde ich. Aber ein bisschen mehr Piano das Ganze angehen lassen. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Wer sollte das Date bestimmen, was man macht? Sollte das der Mann machen? Oder? Weil wir haben gerade von vielen gehört, ja, der Mann muss auf jeden Fall entscheiden. Andere haben gesagt, nee. Das ist so eine gemeinsame Entscheidung auf jeden Fall. Ich mag das, wenn man Vorschläge bringt, wenn man Ideen hat. Aber letztlich können beides sogar man aussuchen. Okay. Ja. Fällt dir noch was ein? Ich glaube, das war es tatsächlich. Ja. Super. Vielen Dank. Hast du einen Freund? Nee, habe ich nicht. Gut, dann können wir auf ein Date gehen. Ah, vielleicht. Authentisch Männlich ist der Kanal bei YouTube? Authentisch Männlich. Ja, genau. Und wir vernetzen uns jetzt mal bei Instagram. Ja, machen wir das. Okay, ja, machen wir. So kommt man auch an Kontakte heutzutage, ne? Merkst du schon. Machen wir einfach mal. Wir haben schon mehrere gefragt. Ihr seid nur Teil eines größeren ganzen Puzzles. Ja, komm, los geht's. Okay. Super. Ja, ich stehe hier neben. Celine. Und? Jule. Hi. Und wir wollen wissen, was sind eure Dating-Tipps für Männer? Was offensiv sein. Offensiv sein? Mhm. Das Gegenteil von dem, was wir bisher gehört haben. Krass. Okay, was bedeutet das? Was heißt offensiv sein? Sich auch mal was zu trauen. Okay. Also auch, wenn man Angst hat, davor einen Korb zu kassieren, gerne ruhig mal auf jemanden zukommen. Einfach machen. Genau. Okay, cool. Was noch? Und ich finde es auch wichtig, wenn der
Junge von sich aus Ideen vorschlägt oder quasi sagt, was er gerne tun würde und nicht nur sowas kommt wie ja, ist mir egal oder können wir ja gucken, dass er halt einfach von sich aus vorschlägt, was wir machen oder halt auch nicht. Also bei einem Date einfach sagen, so, ich habe jetzt hier die und die Idee oder vielleicht überraschen sogar auch. Ja, und einfach so sagen, sei 18 Uhr fertig, ja. Wir gehen was essen, ich hole dich ab zum Beispiel. Oldschool kommt immer noch an anscheinend. Ja, viele sagen ja heutzutage, ja, man muss überlegen und beide sollen und hin und her, aber irgendwie sagen wir auch, die Männer sollen noch Initiative ergreifen. Ja, gerne, machen. Ja. Okay, was noch? Und vor allem auch generell so das Auftreten, nicht nur, dass er gepflegt ist und ordentlich angezogen ist, sondern auch, wie der sich mit einem unterhält, finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Was wären da so No-Gos? Ja, so eine Jogginghose beim ersten Date fände ich schon nicht so cool. Mhm. Und so. Ist euch das schon mal passiert, dass jemand mit einer Jogginghose zu einem Date gekommen ist? Nee, mir noch nicht. Nee. Ja. Noch nicht. Das wünsche ich euch auch nicht. Nee, dann würde ich auch wieder umdrehen, ja, dann hätte sich das. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, damit wir auch bald schon die 500 erreichen werden. Dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Video-Special. Und wenn ihr Fragen habt, die euch schon immer auf dem Herzen gebrannt haben, die wir den Frauen stellen sollen, dann schreibt die gerne in die Kommentare und schaut gerne auch mal die Playlist zum Thema Interviews. Wir haben schon eine Menge Fragen den Frauen gestellt. Viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!